Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch Cloud Strife und wir sind jetzt hier gerade mit unseren neuen Kollegen in Midgar, mein Gott. Und ja, wir stehen jetzt hier vom Aufzug und wollen mal gucken. Hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Genau, wir sind auf dem Weg zum Reaktor und ja. Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Okay. Aber nur, weil du es bist, ne? Und ja, Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Ja, Jessie steht auf uns, weil ich gut finde. Und ja. Ja, mit Cloud stimmt so ein paar Sachen nicht, ne, der weiß ich nicht. Ist nicht sehr gesprächig. Hey, ich rede mit dir. Tifa und ich. Und ja. Geh aus dem Weg. Wie du willst, Charakter Development. Ja, Cloud hat schon so, weiß ich nicht, auf den ersten Blick hat schon Cloud irgendwie was von so einem kleinen Milchbubi, ne? So vom Design her. Wenn jetzt ganz ehrlich ist, so. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das rote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Sieht's auf, also let's just roll with it. Du hörst wohl die Schreie. Er sagt da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie zu denen. Kannst du sie denn hören? Und dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's. An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ab jetzt wird äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Na, spielen wir jetzt. Gruppe beigetreten. Barrett Wallace. Jawohl. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du vier gedrückt hast, feiert er mehr Schüsse hintereinander ab. Kann ich da auch irgendwie anvisieren? Einen mächtigen Feuerschuss, der die ATP als stark auflädt. Die Spezialfähigkeit hat allerdings einen Nachteil. Was denn zeigen wir, wenn das was Cloud die Dingsstellung da ist? Au! Ich würde gerne wissen, was ich gerade. Wie kann ich dich anvisieren? So.
noch irgendwie blocken. Au. Er ist sogar geblockt. So, nachladen. Ja, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, Barrett hat ein Maschinengewehrarm. Nur so ganz nebenbei, ne? In die Fresse. Hm. Beziehungsweise kann man sich zu den Charakter in eine Gruppe wechseln. Okay. Das hätte ich nämlich als nächstes gefragt. Auch für ihn ihre Fertigkeiten einzusetzen, um ihn. Alles klar. Cloud, mach mal. Der Kleinzeug, hier kümmere ich mich. Oh, okay. Das war's. Einfach mal Sprungangriff, ne? Alles klar, cool. Können mehr Charaktere steuern. Das habe ich, glaube ich, auch irgendwie so mitbekommen durch den Trailern, die ich geguckt habe. Durch die 1-2, die ich geguckt habe. Also, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, aber das Spiel wechselt gar nicht irgendwie so zu Kampfbildschirm oder so. Wir sind, es ist schon, hat schon was so von Kingdom Hearts irgendwie, was gut ist. Ich liebe Kingdom Hearts. So, mein Gott, ich weiß genau, wo wir sind, hier gerade im Original. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht, aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach einem Schneid kaputt. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Drücke. Ach, außerhalb von Kämpfen. Ich wollte schon sagen, weil innerhalb von Kämpfen habe ich letztens schon rausgefunden. Ich kann irgendwie mit R1 und R2 rennen, aber irgendwie im Kämpfen nicht. So, Barrett, pass auf. Feuer. Taktik und Strategie. So. Ich kann keine Kombos machen, außer einfach kämpfen. Einfach so da durchgejoggt. Also so Speicherpunkte im traditionellen Sinne scheint es dann nicht zu geben, wenn ich jederzeit speichern kann. Nehme ich jetzt mal an, ne? Okay. Oh, da ist ganz schön. Okay, das ist aber einmal ein bisschen länger, alles klar. Ich höre dich kaum, wie siehst du dort eigentlich? Barrett, pass auf! Rennt da schon beinahe volle Mühe rein. Jetzt. Raus. Mach raus. Danke. Ich komme so viel MP-Heilung, aber... Na, Boxen. Aber ich kann den Charakter nicht außerhalb von Kämpfen wechseln. Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen. Okay. Wolltest du jetzt damit andeuten, dass ich den aus dem Weg gehe, oder? Verstehe ich nicht. Sie hat jetzt irgendwie so angedeutet, ja, leg dich nicht mit dem an. Und Cloud war so, ja, den mache ich platt. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich versuche es mal. Na, sieht jetzt aber auch nicht so aus, als könnte ich den aus dem Weg gehen, also. So, komm du mal her. Musst du eigentlich Magie einsetzen? Ja, let's go. Ah,
bestimmte Angriff oder nach einer festgelegten Schadensmenge kannst du Gegner in Straucheln bringen. Kommt, wird schockanfällig über seinen Schockleiste angezeigt. Ja, das haben wir schon gemerkt. Und dann mit der führst du deine Schockleiste besonders schnell. Manchmal wird es besser geeignet. Alles klar. So. Schockschuss. Ja, mach mal. Ja, hat auch sehr aus als. Gut, ich schieß auf ihn und du machst den Rest Cloud. So, noch mal Blitz. So, und noch mal Blitz. Schock. Und der Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und leiden besonders viel Schaden. Das ist fast so wie nein. Das ist fast so wie in Final Fantasy 13 mit dieser eine Schwachpunktanzeige. Nur besser. Mein Final Fantasy 13 war kacke. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinem. Ich wollte wissen, wie alt du bist. 17, ne? Wohl nicht geplaudert. Nur blind befehlen gefolgt. Ich mein, Cloud war 17. Gut, kapiert. Oder 18, 19? Ich bin unwürdig. Nupf. Ich hab das Original Final Fantasy 7 hier irgendwo in meinem Regal liegen. Da könnte ich kurz mal in die Beschreibung gucken. Da steht, glaube ich, das Alter von Cloud. Aber ich meine, war entweder 17 oder 19. So irgendwo zwischen dem irgendwie. Ich habe mal ganz unauffällig mein Spiel aus dem Regal geholt und wenn die nächste Cutscene kommt, dann gucke ich da mal ganz schnell rein. Ich bin professionell, ich schwöre. Seht ihr nicht bei 300 Abonnenten? Ach, hier sind wir. Boah, ich bekomme das hier alles bekannt vor, so Layout. Ich meine, was ja, weiß ich nicht. Du hast ja so einen festen Screen halt, ne? Kamera konntest du nicht bewegen und all so was, und da war so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ich glaube, ich kriege Gänsehaut. Vor Angst oder was? Deswegen sieht das hier alles so neu aus. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Aber mir kommt das ganze Layout hier so bekannt vor. Ich weiß genau, wo wir sind. So, da unten müssen wir hin und da kommt gleich ein Boss. Spoiler. Richtig geil. Nicht mehr weit. Ich halte hier die Stellung. Wir sehen uns später. Genau, sie bleibt jetzt hier. Das weiß ich auch noch. Falsche Richtung. Kletter die Leiter runter. Ja, ich will aber auch gucken, was da ist. Ach, jetzt kommen wir schon direkt dahin. Okay. So, das Problem ist. Aua. Ich bin mal noch kacke gekommen. Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn wir K.O. gehen oder so, ne? Deswegen sollte ich vielleicht mal irgendwie speichern oder so. Da laufen noch Leute rum. Ich kann aber hier reingucken. So. So. Gegnerdatenbank. Wirksam, nix. Das war nur herausfinden, nehme ich an, ne? Nö. Ich habe gerade Blitz eingesetzt und der ist dagegen anfällig, also weiß ich nicht, warum das nicht angezeigt wird. Vielleicht mal speichern, einfach so nur zur Sicherheit, ne? Das war vorhin. Aber ich weiß, weil das nächstes kommt nämlich, und
Wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, wenn man Game Over geht oder so. Deswegen. So, habe ich ihn hier noch drin? Ich habe irgendwie noch. Ich habe nur so Codes hier drin. Ne? In meinem Spiel habe ich gerade gesehen. So Kombination für einige Sachen im Spiel. Falscher Knopf. Von denen wir leider nichts hier sehen werden. Weil so weit geht das Spiel nicht. Au! Kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke? Ja, das ist mir klar. Oh, ich merke, wir sind ganz schön. Oh Gott, Cloud ist gleich tot. Au! So habe ich gerade gespeichert, ne? Kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke? Nein. Boah, ich muss mir noch angewöhnen, dass man mit X hier irgendwie. Oh, Cloud hier. X muss ich. Warum kann ich keine Gegenstände einsetzen? Brauche ich dafür auch ATB? Ich muss angreifen, um ATB zu bekommen. Ey. So. Du hast auch nicht genug. Ey, das gibt's nicht. So. Also kann man nicht im Menü irgendwie? Da, mein Gott. Warum nicht? Warum nicht? Warte mal, hast du keine TP? P16. Ja, warum kann man nicht außerhalb von kämpfen? Ja, wir sind noch gar nicht da. War ich hier nicht gerade? Déjà-vu gerade. Ganz schön tief. Na, zum Glück bin ich ja schwindelfrei. Nützt dir auch nichts, wenn du da runterfällst. Sehr witzig. Das gibt mir anscheinend viel ATB. Ne? So. Dann. Cloud hier. Heilung. Na dann heilen wir noch mal direkt. Und zwar dich. Dann haben wir noch ein Vita auf Cloud. So. Wurf. Das war's. Die Stimme kommt mir von Cloud übrigens bekannt vor. Ich weiß nur nicht wieso. Ich weiß schon wieso, weil ich sie schon mal irgendwo gehört habe. Ich weiß nicht von wo, wer und so. Ne? So. Hier müsste gleich ein Bosskampf kommen, ne? Wenn wir treu dem Original bleiben, ne? Gleich geht's los. Ich kann's kaum erwarten. Na gut. Die Musik eigentlich von Nobuo Uematsu komponiert wieder. Den originalen Komponisten von Final Fantasy. Da wurde jetzt von der neuen Person. Jetzt kannst du mir geremixt, sag ich mal. Du keiner von Shinras loyalen Schutzhunden mehr bist. Clouds 21. Sprengsatz bringst du also an. Ich hab gerade nachgeguckt. Dir zu Recht vertraut. Wenn du einer von uns werden willst. Ich wiederhole mich. Aber ich mache das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und mach. Hm. Oh Gott. Es ist nichts. Und der Timer? Den überlasse ich dir. 20 Minuten. Im Original waren es, glaube ich, 20 Minuten, ne? 20 Minuten. Ganz schön ambitioniert. Pff.
wollte schon sagen, der hat noch nicht hier begonnen. Pass auf. Och nö. Och nö. Ja, du. Alter. Okay. Ja, diese. Wie lange kenne ich noch? Ich glaube, ich muss mich mal auf die Musik konzentrieren. Na, warte mal. Das wollte ich machen. Ich will, dass du Blitz einsetzt. So. Ich will 4 Schaden machen, also hier kommen. Ist das Bosskampfthema? Nicht übertreiben. Wurde schon angedeutet. Ist das Bosskampfthema aus dem Original? Ich höre es irgendwie jetzt gerade nicht so raus. So, nochmal Blitz. Oh, du hast kein MP, ehrlich. Das ist nicht gut. Bis unser Heiler Barrett. Okay. Was ist denn das schon wieder? Na. Au. Pass nur auf, dass du nicht zu nahe kommst. Dass ich denn nicht zu nahe komme, ich bin verdammter Schütze, sag ich mal. Hör auf zu jammern und kämpfe. Was meinst du, was ich hier die ganze Zeit mache? Gibt's da gar kein Durchkommen? Was hast du in dem Schindler-Reaktor erwartet? Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Ja, die beiden lieben sich. Okay, warum mache ich jetzt keinen Schaden? Hey, der guckt da hinten drüber, ne? Ja, ich würde lieber von einer bestimmten Seite irgendwie angreifen. Cloud, mach mal was. Und in den Schwanz ab. Ja, gut gemacht. So, habe ich jetzt gerade irgendwie verpasst. Die sind die ganze Zeit am Reden, deswegen. Ich weiß, dass man im Original den nicht angreifen durfte, wenn der seinen Schwanz oben hat, weil dann hat er irgendwie gekontert, aber. Ich kann mehrere Sachen anvisieren. Übrigens aber nicht so. So, was habe ich ja verpasst? Warum mache ich keinen Schaden? Warte mal, nachladen. Ja, tut gar nicht voll nachladen, sehe ich gerade. Ich verdrücke mich da immer. Ich will eigentlich immer blocken die meiste Zeit, aber. Warte, was ist das? Wenn er den Schaden für eine Einschüchterung passiert, mal. Ich hätte gern über Schaden. So, dann such mal Feuer. Sowieso keine andere Zauber, also. Ja. Naja, ich brauche ATB für. Und in die Fresse. Aber er war geschockt. Auf ihn. So, nein.
Wenn den Kampf sehen, dann üben wir noch mal. Ich greife dich einfach an, dann war schon wieder falscher Knopf. So. Okay. So, und jetzt noch mal ein Blitz. Ist gar nicht so einfach. Alter. Ich glaube, ich sollte nicht hier in der Mitte stehen. Ah! Ich glaube, Barrett ist tot. Scheiße, und ein Gegner schockst, lädt sich dein Limit-Balken auf. Jawohl. Also über das Kommando würde ich einen mächtig Fähigkeit namens Limit ausführen. Ja, erstmal muss ich aber... Ach, hier hätten wir uns. Na, Dreck. Ach, okay, eine Phönixfeder haben wir noch danach. Und weiter geht's. Ah, er ist kaputt. So, ich muss Barrett heilen. So, ich habe gehört, ich habe hier was Schönes. Ich bin bereit. Hut und da, Hut und da. So, wie kann ich das jetzt einsetzen? Ich habe es gerade gelesen. Du! Ach, Barrett hat voll, sehe ich gerade. Granate. Boom. Der Mega Man Schuss, genau. Au. Was ist das? Aha. Was ist das? So, jetzt volle Möhre auf. Ich das nicht mehr durch. Ja, passt schon, Cloud. So, na, no, du hast für nichts irgendwas. Oh, ich sehe schon. So, vielleicht mal während ich hier hinterm bin. So, wer hat den gibt? Wollte schon sagen, wer geht kaputt. Da. Na, ich wollte gerade da durchdüsen, ey. Au. Oh, nein, ich möchte nicht Dreck. Mal kaputt jetzt, ey. Muss nichts sehen. Nimm deine Sonnenbrillen ab. Ja, der trägt mehrere Sonnenbrillen, genau. Alter. Er ist jetzt schon irgendwie voll der himmlische Kampf zwischen Gut und Böse, ey. Das ist der erste Boss. Na, warte. Na, warte. Noch ein bisschen. Ich sehe da. Ich sehe da was Schönes im Menü unten rechts. Da. Kreuzschlag. Rechtes Bein. Die kann man auch kaputt machen, ehrlich. Machen wir mal. Und sagt mir, hat denn jetzt erst jemand? Ach, die sind gerade erst hier aufgetaucht. Oder was? So, Barrett, wo hast du die MP, ja? Nicht euch. Ah. Huja! Ich bist du dran. Ah. Ah.
Komm schon, geh drauf. Nö, nicht ich. Also. Jetzt geh doch mal drauf. Der heilt sich hier die ganze Zeit hoch, glaube ich. Hey, mir habe ich das Spiel noch nicht so richtig drauf, aber oder weiß ich nicht. Da jetzt kriegen, jetzt nimmt er Beinschaden. Gerade habe ich dann auch mal angegriffen. Oh, ich bin auch gerollt. Ja, mir kriegt die paar P jetzt hier nicht abgezogen. Na komm. Doch nicht, ey. Vor allem Barrett bekommt die ganze Zeit gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Los, setz einen Blitz ein. Jawohl. Oh mein Gott. Aber gar nicht so einfach, ey. Hey, den wollten wir eigentlich kaputt machen. Ich komme nicht dran. Detonation in 20 Minuten. Oh, geht doch. Ha, geht doch. Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. So, und die Zeit läuft nicht weiter im Menü, so wie im Original, oder? Nein, gut. Dann würde ich sagen, dann ist ja ein passender Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ja, wir haben eine Bombe gezündet im Reaktor und hier geht gleich alles in die Luft, nachdem wir, und wir haben ja auch diesen Skorpion neu erledigt. Also ja, ich finde, das ist schon genug in diesem Part. Also ja, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss!